Fahren Sie bitte mal rechts ran hier. Lassen Sie den Taxifahrer noch raus. Ups, das wollte ich nicht. Gut, dann checken wir mal die Lage. Fritz und Schmitz bitte mal aussteigen. So, guten Tag, der Herr Allgemeine Verkehrskontrolle. Zeigen Sie mal bitte alle Dokumente. Hat er dabei? Jawohl. Chris Blumann, der Blaumann. Dann schauen wir gleich mal rein in den Computer. Er hat mal entgegengesetzte Richtung geparkt. Fischen ohne Lizenz und eine Straßenüberquerung im Verkehr hat er gemacht. Gut, machen wir mal einen Alkoholtest, würde ich sagen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, kann ich nicht nein sagen. Mal schauen, ob er betrunken ist. Nein, ist er nicht. Gut. Dann schauen wir uns auch das Kennzeichen an. Hey, vorne fehlt das Kennzeichen. Das geht so nicht. Hat er wenigstens hinten was? Ja, hinten hat er was. Schreibe ich mir mal das Ding auf. Geht das überhaupt? Ich kann nichts aufschreiben. Okay. Interessant. Na, dann machen wir mal eine Funkabfrage. Ja, wie man schon sehen kann, seine Anmeldung ist abgelaufen. Letztes Jahr schon. Steigen Sie bitte mal aus, wenn wir es nur ein Wörtchen mit Ihnen reden. So, Mr. Blaumann. Stellen wir gleich mal eine Frage. So, haben Sie mitbekommen, dass Ihr Fahrzeug abgemeldet ist? Ach, das glaube ich nicht. Okay, das glaubt er nicht. Ja, ist aber so. Dann machen wir auf jeden Fall mal eine Eintragung. Und zwar war seine Registrierung abgelaufen, oder? Wenn ich mich nicht irre. Das machen wir mal. Wird wahrscheinlich eine Geldstrafe geben, schätze ich. So, Blaumann bekommt ein Bußgeld von 237 Euronen. Hier bitte schön die Rechnung. Und ich kann sie jetzt nicht weiterfahren lassen. Deshalb wird das Fahrzeug auch noch abgeschleppt. Da kommt dann noch zusätzlichen Geld drauf. Ihnen werde ich ein Taxi spendieren, weil ich einen guten Tag habe. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt hier am Flughafen. So, Schmitz und Fritz, bitte einsteigen. So, mittlerweile sind wir wieder in der Stadt angekommen. Wir haben auch einen geraden Einsatzplan bekommen. Und zwar haben wir hier ein geklautes Fahrzeug. Was soll man hier finden? In dem gelben Kreis hier auf der Karte unten links. Schauen wir mal. Was wurde vom Autohändler geklaut? Okay. Das heißt, der Händler wird irgendwo da draußen stehen. Jawohl. So, guten Tag, der Herr. Was wurde denn entwendet? Das neueste Auto wurde geklaut, hat er gesagt. Ein Search mit dem Kennzeichen. Gut, wir werden das mal suchen. Sie bleiben hier. Schmitz und Fritz wieder einsteigen. Wir müssen ins Kerngebiet. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Dann schauen wir mal, ob wir das noch finden. Der fährt mal verdächtig schnell hier, dem silbrigen Fahrzeug. Oha! Alter. Alter, was ist der Bus umgekippt? Ich glaube, das ist er. Der fährt verdächtig schnell und ist gerade über Rot gefahren. Ich schaue mal das Blaulicht ein. Das wird der bestimmt sein. Der fährt nämlich anders als die NPCs hier. Alter, jetzt hat er noch einen Unfall gebaut. Stehen bleiben, ja, das ist er. Zentrale, ich brauche Verstärkung. Oha, jetzt hat er aber übelst abgebremst. Verdächtiger jetzt zu Fuß auf der Flucht. Ich werde ihm den Weg abschneiden. Läuft jetzt wieder raus aus der Grove Street. Wollte zurück zu seinem Fahrzeug. Ich glaube, die Kollegen können ihn jetzt schnappen. Taser, 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 Zugriff. Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Nicht schießen. Gut, das Spiel ist gerade abgestürzt. Ah, Mann, ey. So, nach diesem erfolgreichen Absturz sind wir wieder da. Und wir haben auch schon den nächsten Einsatz bekommen. Eine Person mit einer Waffe soll herumlaufen. Ich hoffe, da ist noch nicht viel zu, noch allzu viel passiert hier. Schmitz und Fritz sind wieder dabei. Natürlich jetzt in einem anderen Körper, NPC-Körper.
weil das Spiel ja gecrashed ist. So, hier irgendwo soll es sein. Ich mache mal die Sirene aus. Können wir uns ganz gemütlich anschleichen. Beim Hotel oder was? Ich glaube, ich hole noch ein paar Kollegen dazu. Dann machen wir hier mal die Straße dicht. Falls der Täter flüchtet. Komisch, wo kommt jetzt dieser Kratzer her? Ich bin nur ganz normal gefahren. Da kommt schon mal der erste. Kollegen, wir müssen mal die Lage besprechen hier. Oder Kollegin. Komm rein. Oh, die hat eine große Waffe dabei. Oha. Was ist denn das Ding hier? Okay. Da ist jemand auf der Flucht. Wir haben es gerade verpasst. Wir haben zu lange rumgetrödelt. Kollegen, wo sind da? Ah, die sind eben schon auf der Flucht, oder was? Ich muss einen Helikopter noch dazu holen. So, wo sind die? Fritz und Schmitz. Oh nee. Seid ihr echt geflüchtet, oder was? Oder war das was anderes? Nein, hier ist er. Wir haben ihn wieder. Eine Dame. Mit einem Maschinengewehr. Okay, die wollte wohl kein Tennis spielen heute. Läuft sie wieder zurück. Oh ne, sie schießt. Oh, Alter. Was hat denn die für eine Waffe gehabt? Ich hab's mir nicht nehmen lassen und nochmal denselben Callout rausgehauen. Das muss ja zu schaffen sein jetzt. Mal schauen, ob das wieder an derselben Stelle ist, aber wahrscheinlich nicht. Das sind immer zufällig gespawnte Callouts. So, aber wieder ein Hotel. Hier soll eine Person mit einer Waffe sein. Ja, da ist sie auch schon wieder. Mit einem üblen Gewehr. So, stopp jetzt. Sie sind verhaftet. Ups. Alter, der hat ein Maschinengewehr. Hände hoch. Werfen Sie die... genau, werfen Sie die Waffen. Werfen Sie die Waffe weg. Alter, das ist ein übles Teil. Ich werde mal kurz Realistic Weapon ausstellen, damit ich das Ding auch mal behalten kann. Oh, sieht übel aus. Kann man da schießen? Ich kann ja gar nicht schießen mit dem Ding. Okay. Kollege, könntest du mal bitte festnehmen, damit ihr keinen weiteren Unsinn macht. Ich werde das Ding mal untersuchen. Der Kollege bewacht die Straße. Alles klar. Schmitz und Fritz wieder am Start. So, dann werden wir mal die Waffe überprüfen, wem die dann gehört. Machine Gun. Die hat sogar eine Seriennummer. Alexis Riley. Okay, dankeschön. Dann schauen wir mal, was das für eine Dame ist. Jetzt geht's. Das ist tatsächlich Alexis Riley. Das schau ich gleich mal an. Die hat sogar einen Haftbefehl. Wegen Prostitution, okay. Nice, mit Cowboy-Hut haben sie das Foto gemacht. Ja gut, da haben wir sie. Das heißt, sie wird abgeholt. Dann haben wir es doch noch geschafft, hier ein Callout mit Schusswaffen. So, der Kollege. Bleibst du noch ein bisschen? Oder willst du nicht mitfahren? Okay, der Kollege will nicht mitfahren, da sind wir wohl nur noch zu zweit unterwegs. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich bin jetzt raus, ciao.